So, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Peru Plays. Ja, und wir zocken heute Landwirtschaftssimulator 2019. Ja, sollte man auf jeden Fall nochmal machen, bevor es weitergeht mit dem brandneuen Modell, würde ich schon sagen, mit der brandneuen Edition 2022. Bin ich sehr gespannt drauf. Ups, wieso gehen die Schranken nicht zu? Die wollen uns umbringen. Nein, also... Das wollen wir auf jeden Fall nochmal zocken. Ich habe hier jetzt auch nochmal einen Multiplayer aufgemacht. Alter, was ist denn hier? Was seid ihr denn so aggro heute? Ja, ich weiß, ich habe nicht aufgepasst. Das ist ja kein Grund, gleich hier mich reinzuziebeln wie ein Betrockter. So, nee, was ich sagen wollte, also ich wollte es nochmal zu spielen, bevor jetzt 2022 Edition rauskommt. Und ich habe tatsächlich einen Multiplayer angelegt. Ja, wenn euch die Episode gefällt und ihr habt noch Interesse daran, an diesem Spiel und das vor allen Dingen auch, im Multiplayer zu zocken, dann bitte lasst mich das wissen, weil, ja, dann würde ich euch natürlich, wenn ihr wollt, auch gerne mal im Laden und Rahmen eines Livestreams dazu einladen. So, wir sind unterwegs zu unserem Feld. Vielleicht sollte ich vielleicht vorne einsteigen, damit ich auch sehe, was hier vor mir vorgeht. Und vor sich geht vor allen Dingen. So. Nee, aber dann würde ich gerne mit euch mal so einen Livestream machen mit, ja, mit Multiplayer. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir in die Kommentare. Und nicht vergessen, bis zum 31. gibt es hier noch bei Peru Plays jeden Tag eine Premiere. Und zwar als kleines Dankeschön für all diejenigen, die auch während meiner Abstinenz sozusagen, meiner Zwangsabstinenz hier mir und dem Kanal treu geblieben sind. So, und wenn euch dieses Video gefällt, selbstverständlich freue ich mich über jedes Like und ja, über jeden Daumen hoch, der da kommt, oder jedes Abo. Ihr könnt diesen Kanal natürlich wie immer supporten, unterstützen auf mehreren Wegen, ob ihr jetzt bei Instant Gaming, meinem Partner, eure Spiele besorgt zu günstigen Preisen und mich dann nebenbei auch noch ohne Mehrkosten unterstützt, ob ihr eine Donation schickt oder ob ihr mir was Nettes oder Gutes tun wollt und mal in meiner Amazon-Wunschliste schaut. Ja, also durch meinen Umzug nach Zypern ist jetzt einiges wieder da an Bedarf. All das ist willkommen, ist kein Muss, aber natürlich willkommen, freut mich natürlich, wenn ihr das in Anspruch nehmt und mich das supportet. Ja, so viel dazu. So, also, wir haben schon einen Hof hier auf der Karte. Das ist hier auf diese, wie heißt es, Mühlenkreis, ne? Mühlenkreis Mitteldeutschland, ist das richtig? Das ist unsere Karte und ich bin jetzt hier auf Feld 8, das habe ich mir mal besorgt, weil es am günstigsten war, weil ich habe hier also wirklich jetzt mich mal was getraut, hier höchstes Level bei 0 anfangen, ne? Das heißt, ganz kleines Feld, das ist auch jetzt der erste Traktor und ja, wir haben hier jetzt ein Maisfeld. Das muss noch erstmal gepflügt werden, bevor wir hier überhaupt irgendwas machen können. Ihr seht, wir sind im frühen Frühling, wir haben also hier auch die Season Mod mit drinne. Ich dachte mir, wenn schon, denn schon. So, damit ich jetzt ungestört mit euch quatschen kann, dass ich hier auch mal das Helferlein abbauen kann. Warum auch nicht? So, damit jetzt auch zum Anfang, wo ich jetzt eigentlich noch nicht so viel verdiene, habe ich jetzt, das gebe ich zu, so ein bisschen mir einen Vorteil verschafft. Ne? Jetzt habe ich mir die Staatssubvention gesichert. Und ich habe einen kleinen Dorfladen, also einen Bauernladen. Und einen Pommesstand, eine Imbissbude mir hingesetzt, die also auch ein bisschen Umsatz generieren, damit wir hier nicht gleich von Anfang an vor die Hunde gehen. Das war natürlich jetzt nicht der Sinn der Sache, sondern wir wollen natürlich hier auch irgendwie irgendwas erwirtschaften. Und da ich jetzt also keinen Kredit aufnehmen wollte weiter, ja, habe ich es auf diese Art und Weise gemacht. Ich hoffe, das ist für euch okay. Wenn nicht, ist das für mich auch okay. Ist ja mein Spiel, ne? So. Also ich finde diese Karte richtig klasse. Wunderschöne Ecken, sieht sehr real aus, hat eine gute Mischung aus kleinen und großen Feldern. Also ich würde da gerne noch mal was machen. Also wie gesagt, gerne so Livestream und dann mit ein paar mehr. Aber natürlich auch außerhalb des Streams natürlich, ne? Dass man außerhalb des Streams ab und zu mal sich trifft und da die Höfe bewirtschaftet. Eine völlig irre Sache, ich habe es jetzt mal gesehen, wollte ich auch mal fragen. Frage an alle Landwirtschaftssimulator
Nerds und Cracks natürlich. Da habe ich gesehen, gab es hier riesigen Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Sind das Fahrzeuge, die nur in der PC-Version als Add-on zu kriegen sind oder was oder wie? Würde ich gerne mal wissen, weil ich fand das ganz witzig. Also es war auch witzig gemacht, weil die haben da wirklich hier, die waren in der Rolle, ja? Also die Schnacks auch zwischen den Feuerwehrleuten und der Polizei und den Beteiligten. War richtig klasse gemacht, danke dafür. Tolles Video und ja, mich würde natürlich interessieren, ob das jeder kann, ne? So ein Szenario erstellen und ja, was man dafür braucht. Ne? Oder ob das auf Konsole sowieso gar nicht geht, dann ist das Thema ja sowieso schon wieder erledigt. So, also ich muss ganz ehrlich sagen, Flügen definitiv nur mit Helfer, ganz einfach, weil gerade wenn man diese kleinen Flüge noch hat, die also wirklich nur eine geringe Breite schaffen, so genau finde ich, kann man da gar nicht gucken, dass man da einigermaßen schnell durchkommt, um das Feld zu fliegen. Ja, ihr seht hier wirklich den ersten Einsatz, meinen ersten Traktor und meinen ersten Flug. Wir werden dann natürlich gleich, wenn das Feld hier geflutet ist, mal einen Ausflug zum Hof machen. Da seht ihr dann auch den Dorfladen und unsere nette, kultige kleine Pommesbude. Da könnte man ja sich so mit Kollegen treffen, ne? Auf eine Tüte Pommes und eine Currywurst und alles machen, ne? So ein paar Labern am Feierabend. Also 5 Stunden, wie immer. Und nebenbei wirft das gute Stück, genauso wie der Dorfladen, auch ein bisschen Geld ab. Ja, natürlich, der einzige Nachteil beim Helferlein ist natürlich, er kostet Geld. Dafür arbeitet er fleißig und genau vor allen Dingen. Obwohl unser Feld ist eigentlich recht quadratisch. Da gibt's nichts zu meckern. Ja, bis jetzt habe ich auch vom Landwirtschaftssimulator 22 noch Bilder gesehen. Ich will mal sehen, ob es da schon das Videomaterial gibt. Und ob sich vor allem technisch da was ändert. Ne? Oder ob da tatsächlich nur die Traktormodelle aktualisiert sind, beziehungsweise neue Maps natürlich, ist klar. Aber, ja, es ist jetzt nicht so unbedingt vom Spielprinzip ändert, beziehungsweise da so einige bahnbrechende Features sind, wo man sagt, boah, das musst du jetzt haben. Also ganz ehrlich, da weiß ich noch nicht, ob ich es mir sofort holen werde. Also ich werde es mir mit Sicherheit irgendwann holen, also die 22er Version. Aber wie gesagt, das muss schon ein Brett sein. Da muss ich sagen, boah, kann ich nicht ohne leben. Ja. Aber ich merke schon, dass ich gerade wieder mal so ein bisschen, gerade mich infiziere wieder mit dem Landwirtschaftssimulator. Das war ja auch so einer der Gründe für diesen Premierenmarathon. Bis zum 31.10., wie gesagt, geht es ja noch. Auch mal Spiele wieder rauszubuddeln aus dem Speicherarchiv sozusagen, die man lange nicht mehr gezockt hat. Und wo man dann merkt, ach komm, die kannst du doch jetzt eigentlich nochmal wirklich hier, die kannst du nochmal Gas geben. Ja? Und das hier ist definitiv eins davon. Und ich muss ganz offen gestehen, das interessiert mich jetzt tatsächlich mit dem Multiplayer, weil ich habe dieses Game nie, nicht ein einziges Mal im Multiplayer gezockt. Also die Bühne wäre hier bereitet, ja. Also wir könnten tatsächlich hier schon spielen. Und wenn es soweit ist und ihr Bock habt, dann werde ich eben halt auch ein Passwort raushauen, wo interessierte Menschen da mitspielen können. Grundsätzlich ist bei mir persönlich mit Multiplayer immer so, im Livestream nur mit Freunden. Seid mir nicht böse, aber ich habe da auch durchaus schlechte Erfahrungen gemacht. Aber was nicht ist, kann ja werden, man kann sich ja kennenlernen. Aber ich bitte euch um Verständnis, dass ich keine Leute, die ich jetzt das erste Mal im Chat sehe oder im Stream, gleich freudig in meinen Hof einlade und da wirtschaften lasse, wie ihr wohl. Das werdet ihr hoffentlich auch verstehen und Verständnis für haben. Das mache ich nicht. Ne? Wer also bereits aber hier in der PlayStation 4 Community zum Beispiel in meiner Freundesliste drin ist, der
ist definitiv eingeladen, natürlich auch hier dann mitzuzocken. So, wie sieht es denn hier aus? Ja, nicht ganz halb, seit einem Drittel, ne? Weil da die linke Seite ist ja nur so ein bisschen, das ist ein bisschen mehr dran, ne? Eieiei. Das ist doch gar nicht so klein, wie ich dachte, das Feld. Ja, ich werde versuchen, mit ein paar Mods die ertragslose, also die vom Feld ertragslose Zeit zu überbrücken durch Aufträge. Beziehungsweise natürlich durch meine Läden und den Imbiss. Und ich werde mal sehen, wie das vom Geld her läuft, vielleicht ein, zwei Windkraftwerke auch bei mir in der Nähe des Hofes aufstelle. Die sind ja subventioniert. Ne? Je nach Größe ja auch nicht schlecht. Aber dann hätte man immer so einen Puffer. Ne? Also das ist ja jetzt meine Idee so zu Start. Ne? Ich wollte jetzt aber auch tatsächlich nicht so hardcore auf Feldarbeit gehen. Tatsächlich wollte ich auch so ein bisschen mal andere Spielarten auch mal ausprobieren. Wie gesagt, mit dieser Polizei und der Feuerwehr, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Da ich auch so diese Emergency-Spiele liebe und so, das wäre schon eine witzige Sache, wenn man das hier im Spiel auch zelebrieren könnte. So. Es gibt ja der ganzen Sache dann. Jetzt habe ich gerade eben davon geredet, da sehen wir so ein Windkraftrad, das scheint so ein kleineres zu sein. Aber dafür fehlt uns noch das nötige Kleingeld, da müssen wir sparen. Wir spielen das übrigens hier gerade in Echtzeit, ne? Also das wird dementsprechend dauern, bis hier dann, ja, das erste Sprösslein ansprießen ist, wenn ich das mal so sagen darf. So, hier schön ein Pferdchen da hinten. Hier vorne los geht's. Ne, also das mit dem kleinen Ding hier. Guckt euch das mal an. Also so genau kann ich das gar nicht ansetzen. Das werde ich auch mal in einer stillen Stunde ohne euch machen. Ich will mich ja nicht komplett blamieren hier. Nein, ich muss tatsächlich mal wieder dieses Feld bestellen mit dem Schienen. Man es am besten macht oder am genauesten per Hand. Weil ich werde nichtsdestotrotz immer wieder mal auf den Elferlein zurückgreifen. Je nachdem, welche Aufgabe gerade ansteht. So, ja, dann haben wir, wenn ich so mal zurückblicke, seit wir den Premierenmarathon gestartet haben, doch so einiges, ne, an Simulationen vor allen Dingen, sind da wieder mit reingerutscht, ne, also hier der Bus-Simulator 21, also sozusagen eine doppelte Premiere, ne, das erste Mal auch auf Peru Plays zu sehen, der Bus-Simulator 21, den zocken wir auch definitiv hier weiter, dann natürlich hier On the Road, ne, das ist ein Klassiker, den wir immer wieder spielen, oder hier auch jetzt gerade, wie gesagt, den Wirtschaftssimulator. Wir haben überlegen, ob wir jetzt auch in den letzten zwei, drei Tagen jetzt nochmal vielleicht sogar auch den Trains to Work mit reinnehmen. Ja, wenn wir schon jetzt die ganzen Fahrtsimulatoren drin haben, ne? Könnte ich eigentlich Fishing Barrens Sea auch wieder ausgraben. Ne? Da haben wir fast alles. Bis auf Luftfahrzeuge haben wir dann alles abgedeckt. Ne? Mit Traktoren, Bussen, Bahnen, Schiffen. Das ist ja übrigens eine Sache. Ja, ich warte jedes Jahr, dass irgendwas kommt. Ich meine, gut, für die Vierer wird es jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr kommen. Also für die PlayStation 4, gut, ihr wisst, worüber ich rede. Aber ich hatte ja immer gehofft, dass nochmal ein einigermaßen adäquater Flugsimulator kommt. Also kein Combat-Simulator, sondern eben halt, was weiß ich auch, Fracht- oder Passagierverkehr. Also ähnlich dem Flight Simulator. Ne? Aber... Nein,
Es gab ja mal einen Ansatz hier von Dovetail Games. Ja, das war jetzt in der Beta-Phase und dann wurde es von einem Tag auf den anderen rausgekickt. Und ja, das war ein bisschen schade. Der Ansatz war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, dass man keinen 1:1 Microsoft Flight Simulator hier umsetzen kann, ist klar. Mittlerweile gibt es den ja auch für Konsole, wenn auch nur für die Xbox eben halt, weil Microsoft da ja involviert ist. Aber wäre schön gewesen, wenn auch die PlayStation-Spieler ein entsprechendes, ich sage mal, Pendant dazu gehabt hätten. Aber ich träume wieder vor mich hin, ich weiß. So, jetzt nehmen wir uns das, also Gott sei Dank, jetzt nehmen wir uns gleich in den Finale, dann können wir nämlich gleich mal auf unseren Hof fahren. Mit unseren neuen Errungenschaften. Das Gewicht und den Flug habe ich ja gerade erst vorher gekauft. Also wenn jemand noch so Einstiegstipps hat, gerade für das Online-Spiel, also für das Multiplayer-Spiel von Landwirtschaftssimulator 19, in dem Fall natürlich, gerne in die Kommentare. Genauso natürlich auch immer gerne ein Like oder wenn ihr den Kanal abonniert, freut mich natürlich auch immer sehr. Ich habe übrigens Neugierde halber mal geschaut. Da ist ja nichts irgendwie, was so Richtung Zypern geht. Da gibt es gar keine Map. Die sehen natürlich ganz anders aus, ne? Also, da haben wir ja eine ganz andere Landwirtschaft, einen ganz anderen Früchten, sage ich jetzt mal, die man ernten kann. Aber ich glaube, rein landschaftlich wäre das immer sehr interessant. Wer weiß, vielleicht kommt sowas ja mal für die 22er Ausgabe. Wie mit dem Lineal gezogen, ne? Da bin ich ganz ehrlich, das hätte ich so nie geschafft. Also da tatsächlich eine hoch auf meine Helferlein. Ja, da kann ich mir schon Gedanken machen. Aber ganz gemütlich, weil wir spielen ja im Echtzeitmodus. Was für eine Mähdrescher wir uns dann leisten können, mit dem wir das dann abernten können bei Zeiten. Aber das ist ja noch alles Zukunftsmusik. Wir sind jetzt hier ja erstmal sowieso erstmal beim Flügen. Wir haben noch nicht mal gesät. Wir haben nicht mal gedüngt. Gar nichts von all dem. Schon auf diesem kleinen Teil gewesen, immer noch nicht. Ja gut. So, damit es hier mal vorangeht, mache ich jetzt einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Kollege hier fertig ist. So, Freunde, und da sind wir auch wieder. Das ganze Feld ist einwandfrei jetzt gefügt. So sieht das aus. Wunderbar. Gut gemacht, meine Eltern. So, und jetzt übernehmen wir hier natürlich wieder das Ruder. Werden wir zu unserem Hof fahren, den ihr noch gar nicht gesehen habt. Ja, können wir mal so nebenbei ein bisschen Radio angemacht hier. Das ist ein bisschen nicht so trocken hier rüberkommen, aber es ist ja relativ leise. Guck
werden wir definitiv keine Geschwindigkeitsüberschreitung machen. Verschulden. Da müsste es mal ein Rentler wie den eben gerade jetzt geben. Ist jetzt nicht der stärkste hier, ne? Dieser Traktorchen. Aber das Einzige, was wir aktuell haben. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Das hier. Ganz kurz gucken. Ja, das ist die Bushaltestelle. Die Bushaltestelle ist immer so mein Fixpunkt. Weil das ist ein winzig kleiner Weg, der hier bei uns lang führt. Erstmal im Ernst, hier soll ein Bus lang fahren. Echt? Was für ein Bus? Matchbox? Also auf jeden Fall für uns so unser Traktorchen hier leichter ist. Ich muss einfach gleich mal gucken, ob wir den in anderen Straßenabschluss haben oder ob das hier nur tatsächlich dieser kleine, ja, Feldarbeitsweg ist. Ja, man könnte eventuell hier, ne, und das Gelände. So. Und hier seht ihr schon. Unser Hof, da haben wir unser Subventionierungsschild und hier haben wir schon hier unsere ersten Geldmaschinen, sag ich jetzt mal. Da ist unser Hof. So, jetzt warten wir mal kurz. Also, das haben wir bis jetzt geschafft. Wie gesagt, unser Hof kennt ihr, Standard. Mir fällt gerade auf, uns fehlt ein Hochdruckreiniger. Müssen wir auch noch hier bei Zeit mal besorgen, um unseren Traktor und die Gerätschaften sauber zu machen. So, hier haben wir einmal unseren Dorfladen, wo die Kollegen hier aus dem Ort einkaufen können. Und natürlich für alle Kollegen, zukünftig auch für Multiplayer, sofern vorhanden, gibt es hier Berthas Imbiss mit leckeren Schmackofatz hier. Ne, seht ihr schon. Ne, also wer es nicht so salzig oder was auch ich mag, der kann hier so was Süßes sich da reinzwiebeln, reinrendern, ja. So, wie sind denn die Preise hier? Was ist denn? Bratwurst weiß. 2,80. Naja, das ist so nur, ja, wirklich hart an der Grenze, ne? 2 Wiener, 3,20. Ja, die nehmen es von den Lebenden, ne? Aber, ja, man muss ja auch Gewinne erwirtschaften. So ist das nicht, ne? So, jetzt müssen wir gleich einfach mal gucken. Ich wollte es jetzt eigentlich auf dem Feld machen, ne? Aber jetzt beim, vor lauter Schnacken habe ich das jetzt vergessen. Das wollte ich natürlich sehen. Welcher Schritt jetzt hier, da ich ja kein geübter Landwirt bin, welcher Schritt jetzt bei uns ansteht als nächstes für das Feld. So, da ist unser Feld 8. So. Ja gut, das wollte ich ja jetzt nicht. Ich wollte ja, warte mal. Ich wollte wissen, welches der nächste Schritt ist hier. Ah, da warte mal. Unkraut gedüngt, muss gepflügt werden, benötigt Kalk. Gepflügt ist es. Also momentan braucht es keine Bearbeitung, jedenfalls nicht der Bodenbeschaffenheit. Das heißt ja theoretisch, dass ich dann, vorausgesetzt, ich habe Saatgut natürlich, sehen könnte. So, jetzt bin ich gerade im Überlegen. Wie war das nochmal mit dem Seasons-Gerät? Da kannst du ja sehen, wann die richtigen, in der Mod, wann die richtigen Saatzeiten sind. Das habe ich die ganze Zeit hier im Menü geguckt. Jetzt beschleicht mich dann doch das dumme Gefühl, dass ich eventuell doch nochmal zum Feld muss. Nein, den wollte ich nicht. Oh.
Ja, ich bin jetzt auch so ein bisschen irritiert, weil, jetzt. Ich muss da echt wieder reinkommen. Ich habe überhaupt. Ich merke gar keine Peilung mehr, was da abgeht. Na, also da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir da so ein bisschen weiterhelft. So, ich werde jetzt mal schon Platz hier wieder wechseln. Das war echt deutlich lieber. Und meistens jedenfalls auch besser. Obwohl ich übernehme keine Garantie für nichts hier, für gar nichts. So, jetzt kommen wir ein bisschen schneller fahren. Aber was mich wundert, die Dinger haben doch, also Traktoren und so, die größeren vor allen Dingen, haben doch auch Blinker und sowas. Ich habe gerade jetzt mal auf, ich habe nie irgendwie einen Blinker gesehen, das ist gar nicht funktionabel. Stil. Ich weiß, das ist keine Driving Simulation, kein Fahrtsimulator, aber trotzdem ist es cool gewesen, wenn man jetzt abbiegen, blinken wird. Weil vor allem, man würde es auch sehen im Display. So, irgendwie bleibt bei mir oben das, ja, der Umsatz stehen. Tut sich nichts. Ja, genau. Bimst mich weg hier. Vor allen Dingen, wer würde denn jetzt von der Straße gebimst werden und nicht mit meinem Traktor? Hallo? Also, oh, da ist noch nicht so viel Realismus da, ne? So, das fällt jetzt zu Macht. Drauf und checken wir mal bitte den Boden. So, was haben wir hier? Brachland haben wir jetzt. So, seht ihr, Kraut auch gemeldet, das hört sich gut an. So, jetzt aber würde ich gerne wissen, zeige Seasons Menü, genau das wollte ich doch wissen. So, wir sind im Frühjahr. Wir haben hier Mais. Das wäre jetzt eigentlich also die richtige Zeit. Da würde ich doch sagen. Ja gut, wir müssen natürlich jetzt auf die Klasse schauen, ne? Dass wir uns jetzt Gerätschaften für die Saat holen, ich hoffe. Oder leihen. Müssen wir mal gucken, wie viel das kostet. Weil wir können es ja auch leihen. Obwohl ich kein Freund von Leihgeräten bin, aber ja, wir müssen momentan hier auf die Finanzen achten. Hilft ja nichts, ne? So, mal gucken. So. Also. Es muss ja auch Mais säen können. Wir haben ja Maisfelder. Da war ich auch, wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht mehr drin. Ich habe mich da auch in der Farbe tatsächlich getäuscht. Ne? Ich dachte, das wäre jetzt ein, na sag mal, ein Getreidefeld. Ne? War es natürlich nicht. Sondern es war, ja, ein Maisfeld. So, und jetzt müssen wir eben halt gucken, mit welchem Gerät, mit welchem Anhänger wir die Saat ausbringen. So, jetzt altes bekannte Problem, was ich momentan habe. Wenn es mal ein bisschen länger dauert, gerade hier im Menü, bitte habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Ich spiele übergangsweise auf einem sehr kleinen TV-Gerät. Ich hatte das schon in den letzten Folgen mal thematisiert. Das werde ich jetzt nicht nochmal machen. Es ist ein sehr kleines Gerät und ich tue mich da selbst mit Brille teilweise schwer, wenn das so klein gedruckt ist, das zu lesen. Ne? Sorry. Also wenn es jetzt in ein, zwei Momenten länger dauert als üblich. So, sobald also ein neuer Fernseher da ist, ich hoffe, das schaffen wir bald, dann geht es auch wieder zackiger hier. So, Flüge, Einzelkorn-Seetechnik. Ist es Einzelkorn-Seetechnik?
bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Oh Gott, habe ich das noch nicht mehr gemacht. In dem Moment merkt man es, Leute. Ohne Scheiß. Seetechnik, guck mal. Das wollte ich doch. Ach Leute, sorry, aber es geht momentan wirklich nicht anders. So, also Mais. Wir nehmen natürlich so günstig wie möglich die Seemaschine. Ja, guck mal, der kann Mais und Weizen. Der kann so gut wie alles. Der kann so gut wie alles sehen. Das ist gut. Weil dann brauche ich nicht so viel Geld ausgeben. Gut. Sind wir mit 13.000 noch recht günstig weggekommen. Gut, dann fahren wir los und holen uns das gute Stück ab. Ja, jetzt sind wir eigentlich einmal zu viel gefahren. Teilweise ja, die große Umweg zum Schuppen, die wir hier fahren müssen. Ist ja fast dasselbe. Wir haben ja minimal einen Weg gemacht, um nochmal zum Feld zu kommen, um den aktuellen Zustand vom Feld zu sehen. Aber ist ja wichtig. Ne? Also war jetzt nicht völlig vom Arsch. Bis auf mein Lenkstierchen. Leute, ich fühle mich gerade wie der Anfänger. Also der komplette Noob. Ich habe das so ewig mit mir gespielt. Aber das macht es gerade auch wieder spannend. So, die Schranke ist fließend. Ich gucke jetzt schon mal zweimal. So. So, ich werde jetzt auch gleich einen Helfer sehen lassen. Ganz einfach deshalb, weil ich keinen Bock habe, jetzt zu viel Saatgut rauszubringen. Die hat wohl keine Sinn mit dem Verbal. So, ich wollte mal gucken, wo ist denn? Hä? Da ist ja ein Hund. Wieso die? Dass ich jetzt hier ganz auf doof eine Abschießtechnik gefehlt habe, die meine Träger nicht hat. Doch. Okay, dann bin ich doch beruhigt. Sehr schön. So, ab die Post, retour das Ganze und dann wird gesät. Mais ist angesagt, Herr Kanon. Es gibt Mais! Okay, dann ist zwar ja Mais. Aber das passt nicht besser. Echt jetzt? Wollt ihr mich jetzt? So. Das ist ein Foki auf dem Lampen. So. Ja, ihr wartet jetzt mal schön, meine Freunde. Kann nicht sein. Die tun so, als hätte ich jetzt hier mit dem Schleppwagen, so eine Kinderkarre unterwegs wäre. Mit übliche mit dem Traktor durch. Das ist die Furziger hier. So, okay, dann bin ich jetzt mal in der Positur. So, hier so alle jeden Zentimeter, Millimeter von unserem Feld ausnutzen. Läuft. Und es geht los. Hab ich jetzt... Ich hoffe, ich habe es richtig gewählt. Ich sehe nämlich schon gerade wieder was. Was wir da jetzt noch rausgeworfen haben. Guck mal,
Das ist nämlich genau das, was ich meine. Ich habe nämlich Weizen hier ausge... Echt jetzt? Da war doch der Kolben vom Mais angegeben. Das kann ich doch nicht sehen. Ach Leute. Das macht mich fertig. Nee, dann mache ich jetzt weiter mit Weizen. Dann, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich habe es noch nie probiert, jetzt irgendwie was anderes auf so einem Feld dann anzubauen als ursprünglich. Aber wenn es gepflügt ist, müsste ich ja alles drauf anbauen. Oder? Freunde, was mit ihr? Wir werden es auf jeden Fall recht bald erleben müssen. Ehrlich gesagt, das Maisfeld wäre mir tatsächlich lieber gewesen. Aber wenn es jetzt so sein soll, tja, dann ist es immer so. So. Und wir lassen den guten Jungen jetzt hier schön... Oh, das Mädel. Eine Frau Kollegin. Eine ganz süße sogar. Ja, wir lassen die Kollegin jetzt die Saat rausbringen. Und ja, ich hoffe, das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, Daumen hoch und so weiter. Ihr kennt das, ne? Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und nicht vergessen, nur noch wenige Tage bis zum 31.10. Jeden Tag auf ihre bei Peru Plays. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.